ich oute mich mal, ich bin zum Beispiel, ich bin für Doping. Ich bin für, nein, wirklich, ich bin für Doping und man sollte auch mal dankbar sein, was die da bei Roche oder Bayer entwickeln, weil so cool wie unsere Sportler mittlerweile drauf sind, das ist auch krass. Fast hätte jetzt einer ja einen Marathon unter 2 Stunden gelaufen, ne? Unter 2 Stunden, müssen wir mal vorstellen, so schnell kann ich noch nicht mal Fahrrad fahren, wie der läuft, das ist geil. Ich sag mir immer, egal was die da irgendwie erfinden, da bei, was weiß ich, da, haus rein. Ob es ein Pülverchen ist, ein Stöpfchen, ob es hier als Zäpfchen, ist mir egal. Die sollen das, weil ich will den Held. Wissen Sie, ich will den, der das richtig geil macht da draußen. Das ist mir wichtig, dass man da draußen, ja, aber ganz ehrlich, ich meine, welcher Sport ist denn noch sauber? Glauben Sie wirklich, da draußen gibt es noch einen sauberen Sport? Gut, außer Rhönrad, da schätze ich auch. Also, ich meine, da kannst du einen Motor in das Rad, aber dann bist du ja auch weg aus dem, bist ja weg vom Feld. Also, komm gleich wieder! Und dann ist es auch blöd. Walking kannst du ja auch schlecht, also was willst du? Gut, könntest du irgendwie so Maiglöckchen-Extrakt, dass du nicht so schnell gehst. Oder das kriegst du ja auch nicht als Doping durch, ne? Penn die alle vor der Ziellinie ein oder was weiß ich. Federball oder Badminton, ja, da kommt aber. Beim Fußball haben sie es zugegeben, Fußball, da haben die Fußballer gesagt, wir dopen und zwar nehmen die Schmerzmittel. Wissen Sie? Die pumpen sich vorher schon mal so richtig schön mit einer Aspirin zu, weil da haben sie keine Schmerzen. Ist ja ein Schmerzmittel und wenn der Schmerz kommt, sagen sie, ich spüre den nicht. Das ist super. Und sehr interessant, Dortmund hat die höchste Konzentration von Schmerzmitteln im Grundwasser. Wirklich wahr. Also die dopen, ja, deshalb ziehen die da wahrscheinlich nicht weg, die Leute, weil die gar nicht merken, wie kacke die Stadt ist. Das ist so immer, wieso, hier ist so schön. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn Sie sich jetzt andere Sachen, also ich meine beim Fahrradfahren, wer glaubt denn noch beim Fahrradfahren, ist, also das schaffst du ja, wie willst du eine senkrechte Wand mit dem Fahrrad hochfahren, ohne dass, ne, das, na ich bin dafür, mir geht's einfach auf den Senkel, dass wir lügen uns doch einen in die Tasche, ne? Wir wissen im Grunde genommen, dass die alle dopen, wir wollen es aber nicht wissen und wenn es rauskommt, sagen wir, oh, das wussten wir aber nicht. Da sind wir natürlich auch dagegen, aber bis dahin fanden wir es eigentlich ein bisschen geil. Ich bin eigentlich für die Transparenz. Ja, man sollte das mal einfach öffentlich machen. Wissen, und da könnte man ja auch von der Fernsehübertragung schon anfangen. Nicht erst beim Startschuss, sondern wie die dann da stehen und irgendwie siehst du eine Blutkonserve, auch so Interviews, Mensch, wie läuft's bei dir? Ja, gerade hier rein und da raus. Ne, ja, einfach offen damit umgehen. Ne? Also, dass du auch mal so einen Sportler bevor gedopt wird kennenlernst. Das sind ganz ruhige Leute, wenn die dann hochgespritzt sind. Ne, dann denkst du dir, oh, Donnerwetter, sitzen endlich aufs Fahrrad, dann schafft er das. Ja. Ich bin für eine Offenheit. Gut, und wenn Sie natürlich jetzt so denken, ja, aber was ist mit dem fairen Sport? Dann lassen wir uns doch einfach 2 Ligen gründen. Wissen Sie, wir könnten einen fairen Sport und einen Dopingsport gründen. Wissen Sie, die langweiligen Sportler, die immer noch 8 Stunden für einen Marathon brauchen, die packen wir dann dahin. Das können Sie so mittags um 12.30 Uhr versenden. Und die coolen Sportler, die geilen ab 20.15 Uhr, die schön hochgepusht, dann irgendwie senkrecht die Wand hochradelt. Na gut, klar, die Behinderten, die müssen wir auch noch irgendwie. Also dann hätten Sie 3 Ligen. Ja, krass wäre es natürlich, wenn die Behinderten jetzt sagen, sie wollen auch dopen, dann hätten sie 4 Ligen. Ne, und dann, wenn dann natürlich einer von den Gesunden sagt, ja, aber ich will auch so eine Prothese, weil der ist ja viel schneller mit seiner Prothese, dann hätten sie 5 Ligen. Und wenn der dann sagt, ich will die Prothese und dopen, hätten sie 6 Ligen. Okay. Ja, ach so, Frauen haben sie ja auch noch, Frauen. Ja, wobei, naja, so wie die Sport machen, könnten wir die bei den Behinderten mit reinpacken. Und... ja, okay, dann machen wir halt eine Liga für die Frauen. Dann haben sie eine faire Liga, eine unfaire Liga, eine Behindertenliga, eine unfaire Behindertenliga, eine unfaire Behindertenliga mit Prothesen, ohne Prothesen, die Gesunden mit Prothesen, ohne Prothesen, wenn der Gesunde eine Frau ist, mit Prothese oder ohne Prothese. Oder. Und dann wäre es fair. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist, wir lügen uns einen in die Tasche. Und wenn wir es beim Sport dann gemacht haben, dass es da transparent ist, dann bin ich dafür, dass wir auch weitermachen. Dann auch weiter. Wir wissen doch, dass wir der größte Waffenhersteller der Welt sind. Mit einer der größten Waffenhersteller. Ich finde, damit sollten wir mal offen umgehen. Da sollte man auch mal stolz sein. Warum sind diese Waffenfabriken, die sind immer irgendwo so im Bergischen versteckt, so im Sauerland oder irgendwo in Baden-Württemberg. Wissen Sie, wo der Genpool immer kleiner wird? Da bauen die dann diese Waffenfabriken hin. Ja, ja. Ich finde, man sollte offen damit umgehen. Die Autoindustrie ist ja am Boden. Wir sollten die gläserne Waffenmanufaktur bauen. Nicht die Autostadt Wolfsburg, sondern was weiß ich, die Waffenstadt Eisenach. Irgendwie sowas, ja. Oldschool, auch ein bisschen Historie noch aufarbeiten. Da so gläserne Manufakturen, wo du mit einer Kindergartenklasse auch durchgehen kannst. Die können alle schon mal so einen Häckler und Koch in der Hand nehmen und sagen, oh, das ist ja schön, wenn sie mal schießen, auf wen denn, ist egal, mach mal. Ja, weißt du, auch mal das abbauen. Stolz sein darauf, das ist wichtig. Das ist wichtig. Oder wir sollten einfach mal dieser Pharmaindustrie sagen, dass sie endlich mal diesen Stoff entwickeln, dass uns wirklich alles egal ist. Dass wir dann nicht mehr mit dieser Lüge leben müssen, sondern dass wir einfach mal diese Lüge überhaupt nicht mehr mitkriegen. Das wäre ideal. So ein Sedativum. Wir schmeißen das ein und dann ist es weg. Aber wissen Sie, was das Schöne ist? Wir haben es schon. Nennt sich Alkohol. Und das überlauern wir nicht. Dankeschön.